Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Und nein, ihr irrt euch nicht, heute ist kein Kalendertürchen oder das ist tatsächlich die Bücherwoche. Aber ich finde meinen Hintergrund einfach so schön, dass ich dachte, passend zum vierten Advent, zur letzten Bücherwoche vor Weihnachten, kann ich die Wand einfach, ja, nach dem Kalenderdreh sozusagen auch noch einfach dran lassen und mich daran erfreuen und euch daran erfreuen. Ja, es haben mich einige tatsächlich gefragt, ob das ein draufgesetzter Hintergrund ist, also ob das ein Greenscreen ist und ich packe das Bild drauf. Nein, es ist tatsächlich also eine Wand, also natürlich, ich sag jetzt mal so eine dickerer Stoff, und ich habe mich auf Anhieb in ihn verliebt und ich dachte, er ist perfekt für einen Adventskalender. Und nachdem der mir dieses Jahr auch so viel Spaß macht, mache ich ihn wahrscheinlich nächstes Jahr auch nochmal in dieser Form. Aber darum soll es gar nicht gehen, denn es sind ja noch 2, 3 Türchen offen. und eins der Bücher, die in diesem Video auftauchen, tauchen auch demnächst in einem Türchen auf. Oder sind sie es am Ende schon? Was ist heute für ein Tag? Ihr merkt, vorweihnachtliches Chaos im Kopf und ich habe irgendwann den Überblick im Adventskalender verloren, wann was kommt. Ja, morgen ist schon der vierte Advent und anlässlich des vierten Advents gibt es ja ein kleines Gewinnspiel auf meinem Instagram-Account, zumindest bis zum vierten Advent. Und zwar verlose ich Becoming von Michelle Obama. Das ist ein inspirierendes Ausfüllbuch, was mir vom Goldmann Verlag geschenkt zur Verfügung gestellt wurde als Weihnachtspräsent. Ich bin nicht so der große Fan gewesen von der Biografie von Michelle Obama, zumindest wie sie erzählt wurde, und habe jetzt in das Ausfüllbuch reingeschaut und finde die Ideen und Gedanken auch ganz gut. Allerdings ist es auch eine Art Kalender und ich habe meinen Filofax, ich habe mein Notizbuch und mir wäre das tatsächlich einfach zu viel an Büchern, und aus dem Grund möchte ich einfach jemanden eine Freude machen, der vielleicht daran Spaß hat. Und deswegen wird es auch verlost. Und ihr habt den Post vielleicht schon noch auf Insta gesehen. Den findet ihr immer unten in der Infobox. Und es geht jetzt noch bis zum vierten Advent. Und dann lose ich es aus. So, dass es, wenn es gut läuft, vielleicht tatsächlich zum 1., 2. Januar irgendwie in euren Händen sein kann. Je nachdem, wie schnell ihr mir dann auch eure Adresse zuschickt. Und das wollte ich vorher noch anmerken. Ja, zudem ist, wie gesagt, auch morgen schon der vierte Advent. Ja, die Adventszeit ist wirklich sehr, sehr vergangen. Ja, die Bücherwoche war eine buchtechnisch, glaube ich, eine ganz gute Woche. Zumindest mit einem Highlight, 2 etwas maueren Weihnachtsgeschichten und einem Buch über die Rauhnächte, die jetzt ja demnächst dann auch sind. Allerdings war ich krank. Mich hat es Anfang der Woche schon so ein bisschen erwischt mit Halsschmerzen. Dachte noch, mit so ein bisschen Ingwer-Shots und heißer Zitrone und Mandarinen und Orangen und wird das was. Aber es hat mich Mittwoch auf Donnerstagnacht wirklich richtig zerbröselt, mit unglaublich geschwollenen Mandeln und wenig Stimme, sehr rauchiger Stimme, noch rauchiger als sonst. Nein, ich hatte nicht zu viel Whisky getrunken und ich musste dann auch einfach zum Arzt gehen, weil nichts mehr ging, und mir blieb dann auch nur Antibiotika. Ich muss sagen, ich habe sie diesmal ist sie sehr schnell angezogen, also es hat man wirklich so Samstag auf Sonntag, habe ich gemerkt, hui. Also da ist wirklich auch nach 2 Tagen das Gefühl Durchschlafens und auch Rumgammelns und Serienschauens, dazu komme ich später, ging es dann aber, wirklich Samstag bergauf. Ich hatte auch wieder eine relativ normale Stimme, auch Sonntag. Und so konnte ich dann ab Montag die Vorweihnachtszeit noch ein bisschen genießen mit Weihnachtsmarkt und sowas. Aber ja, es ist halt Herbst, Winter, also es ist tatsächlich ja dann schon Winter, aber man kommt manchmal nicht drum rum. Und war nicht so schlimm. Ich habe meine Zeit mit 2 Filmen verbracht und einer neuen Serie, dazu dann aber später. Ich glaube, ich rede schon wieder so viel drumherum, es tut mir sehr leid. Ich glaube, wir fangen jetzt einfach chronologisch mit den Büchern an. Zum einen als Hörbuch gehört habe ich, muss glaube ich ein bisschen rumrutschen, als Hörbuch gehört habe ich Weihnachten in der kleinen Bäckerei am Strandweg von Jenny Colgan. Das ist ja der dritte Teil sozusagen dieser Reihe, die ich im vorletzten Jahr irgendwie gehört habe und dann verdrängt habe, dass ich ja eigentlich das Weihnachtsbuch da habe und das letzte Weihnachten vergessen habe. Dann zum Highlight dieser Woche. Und es ist definitiv auch ein Jahreshighlight. Es ist die Hexer-Saga The Witcher. Der letzte Wunsch. Nein, du kannst hier nicht hinten drunter. Es ist der Wunsch. Das hat er, glaube ich, alles durcheinander gebracht. Aber gut, wir überleben es. Der letzte Wunsch zum dritten Mal von Andrzej Sapkowski.
einer High-Fantasy-Saga, die irgendwie an mir vorbeigegangen ist und ich den ersten Teil schon unglaublich lange auf dem Sub hatte, auf dem E-Book-Reader. Jetzt wurde es gelesen. Dann habe ich zusammen mit der lieben Becky eine wundersame Weihnachtsreise von Corinna Bohmann gelesen. Es ist ja ein Buch, das ich letztes Jahr im Freundeskreis geschenkt bekommen habe und was dieses Jahr dran war zu lesen. Und dann das besagte Rauhnacht-Buch, Rauhnacht-Rituale für Frauen von Sandra Waldermann-Scherhag, eine spirituelle Bewusstseinsreise durch die 12 Nächte. Dazu, ihr seht auch einige Markierungen, erzähle ich dann. Es ist recht weiß, ne? Man könnte es ein bisschen schlecht sehen, aber ja, dazu erzähle ich dann auf jeden Fall später ein bisschen was. Wir starten aber, ja, wie gewohnt, chronologisch, ich muss das hier ein bisschen die Notizen festpappen, starten wir mit dem Hörbuch, was ich tatsächlich auch als erstes beendet hatte, und zwar Weihnachten in der kleinen Bäckerei am Strandweg von Jenny Colgan, habe ich tatsächlich dann an meinem kranken Donnerstag und Freitag beendet. Und ich glaube tatsächlich schon am Donnerstag, und weil da nichts ging. Also ging kein Lesen. Ich habe nur gehört und es war auch sehr angenehm. Ja, es ist der dritte Teil um diese kleine Bäckerei. Ich mochte den ersten Band sehr, sehr gerne. Der zweite war schon nur noch okay. Es gibt mittlerweile auch eine neue Reihe von der Autorin. Da geht es um eine Sommerküche am Meer. Da hat mir aber der Auftakt nicht so gefallen. Da gibt es auch gleich mittlerweile auch eine Weihnachtsgeschichte. Wir sind hier wieder an Cornwalls Küste und wir kennen ja Polly aus den beiden anderen Teilen, die ihre Bäckerei fest im Griff hat und sie möchte dieses Weihnachten zu einem besonderen Fest machen, zum Fest aller Zeiten machen, und trifft da aber dann doch so auf das ein oder andere heikle Geheimnis, die am Start sind. Und auch ihr Freund Hackel ist so ein bisschen in der Geschichte mit dabei und auch alle Bewohner, die wir schon kennengelernt haben. Und ja, wir sind in einer bekannten Welt und das ist auch richtig schön. Wir treffen auf diesen Ort, den wir schon kennen. Wir treffen auf bekannte Menschen, auf Charaktere, denen wir schon so ein bisschen vertrauter sind. Ich war auch relativ schnell wieder in der Geschichte drin, konnte mich an die Geschichten vorher erinnern. Das ist auch so ein bisschen, ja, leicht wiederholt worden, aber nicht übertrieben. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich fand auch das Setting richtig schön, da wir eben an so einem wohligen Ort sind, der sehr viel, von der Bäckerei natürlich diese Bäckerdüfte hat. Wir sind hier an der Küste, wir haben das Meer vor Ort und ja, wir haben ja eine sehr Gemütlichkeit. Mir hat so ein bisschen der Charme gefehlt, der mir so vom ersten Teil in Erinnerung geblieben ist. Aber das liegt vielleicht auch an diesem Weihnachts-Winter-Thema. Sprachlich, finde ich, kann Jenny Colgan erzählen. Es ist sehr modern, es ist sehr lebendig, man hat tolle Dialoge, man ist schnell drin, man hört auch sehr schnell sehr viel weg, wenn man so sagen kann. Man ist da dabei, man hat ein Kopfkino und man bleibt einfach drin, ohne dass die Ablenkungen zu groß von außen sind. Also man ist konzentriert wirklich dabei. Es ist allerdings in der Geschichte relativ schnell klar, wie die Geschichte, was da passiert. Es ist sehr vorhersehbar. Und es war nicht so richtig spannend, aber das muss natürlich so ein wohliger Weihnachtsroman vielleicht auch nicht unbedingt sein. Es war irgendwie okay, ich habe es gerne gehört, es gab für mich auch keinen Grund, es irgendwie abzubrechen, wie zum Beispiel bei Wintervanille, aber es war auch nicht mehr. Also es ist jetzt kein Must-Read zur Weihnachtszeit, da tue ich mir gefühlt ja dieses Jahr doch ein bisschen schwerer, da wirklich so ein Highlight zu finden, aber ja, es war okay, es war schön, auch einfach sich wieder so dran zu erinnern, wie der erste, zweite Teil damals war. Aber Frau Sani sitzt auch schon hier. Aber ja, mehr war es tatsächlich auch nicht. Wenn ihr Infos zu den Büchern wollt, findet ihr die im Übrigen auch alle unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, da habe ich alle Bücher auch informativ reingepackt. Zum Highlight, mache ich es chronologisch oder erzähle ich einfach noch schnell was zur anderen Weihnachtsgeschichte? Ich glaube, bevor ich zum Highlight komme, mache ich noch schnell die Geschichte. Ich bin zwar, kann das mein innerer Monk verantworten? Ja, wir machen eine wundersame Weihnachtsreise von Corinna Bohmann. Für alle, die sich jetzt fragen, was ich hier so rumspinne, theoretisch ist es tatsächlich so, dass ich ja immer aufschreibe, wann ich welches Buch beende, nicht wann ich sie anfange, sondern beende, und dann erzähle ich diese ja auch chronologisch in der Bücherwoche. Ich schiebe das jetzt vor. Eigentlich habe ich das Samstag früh beendet, während ich den letzten Monat schon Freitag beendet habe. Aber wir schauen drüber hinweg, um beim Weihnachtsthema zu bleiben. Ja, eine wundersame Weihnachtsreise von Corinna Bohmann ist letztes Jahr bei mir eingezogen. Da war einer meiner Freunde sehr aufmerksam, hat mitbekommen, dass ich die Frauen vom Löwenhof so toll fand. Hat dieses Buch, ich glaube, als Mängelexemplar gefunden. Wir haben eben auch eine Höchstgrenze, was diesen Geschenke-Wichtelpreis angeht. Deswegen war das absolut in Ordnung für mich. Und mich stören ja auch sonst keine Mängelexemplare. Und ja, so
dazu war ich sehr gespannt, was es mit dieser wunderbaren Weihnachtsreise auf sich hat. Das habe ich zusammen mit der lieben Becky gelesen. Wir haben schon das ein oder andere Buch in letzter Zeit gelesen und werden das im neuen Jahr auf jeden Fall tun. Unter anderem wollen wir Virgin River anfangen, was ja auch schon eine Serie auf Netflix ist, aber wir wollen erst den ersten Band lesen. Auch Beckys Kanal unten in der Infobox, wundert aber euch nicht. Da ist aktuell eine kleine YouTube-Pause, aber Becky kommt bestimmt im neuen Jahr wieder. So, ganz viele Infos auf einmal. Ja, wir treffen in der Geschichte auf Anna, die eigentlich in Leipzig wohnt, jetzt aber nach Berlin reist, zu ihrer Familie, zu ihrer Mutter und auch zu ihrem Stiefvater samt Bruder. Und ja, wir begleiten sie auf dieser Reise, die allerdings in Binz aus unerfindlichen Gründen endet. Und dann muss sie sich kurz vor Weihnachten von Binz nach Berlin durchschlagen. Das macht sie mit den verschiedensten Transportmitteln. Und auf dieser Reise passieren eben ganz wundersame Dinge, die auch ein bisschen was mit dem Song Last Christmas zu tun haben. Ja, Anna, die begleiten wir, ich möchte gar nicht so viel zur Geschichte erzählen, wir begleiten Anna auf dieser wundersamen Weihnachtsreise und ich fand den Stil von Corinna Buhmann sehr schön, sehr flüssig, auch von der Erzählweise sehr, sehr angenehm. Es hat sich sehr schön lesen lassen, man wurde auch so ein bisschen in Winter-Weihnachtsstimmung gebracht, aber es hätte gerne für mich ein bisschen mehr sein können. Anna mag nämlich auch gar kein Weihnachten, gibt verschiedene Gründe, die sich auch so ein bisschen erklären. Sie erzählt das gefühlt auch allen, denen sie irgendwie begegnet, dass Weihnachten nicht so ihr Ding ist und das kann ich immer nicht ganz so verstehen, weil ich bin ein sehr großer Weihnachtsfan, sagte sie ganz unauffällig und saß vor einer weihnachtlichen Wand. Deswegen ist das immer nicht so ganz, was ich verstehen kann. Auch bei Anna war es für mich nicht ganz schlüssig, was so ein bisschen gezeigt hat, dass Anna doch ein bisschen oberflächlich geblieben ist in der Geschichte. Auch die Nebencharaktere ein bisschen oberflächlich blieben, dass da ein bisschen Tiefgang gefehlt hat. Und gerade das Ende kam für mich super überraschend. Also es war zack, zack, dann am Ende. Und man dachte so im letzten Leseabschnitt, oh, da passiert vielleicht doch das und das. Aber nein, die Geschichte war zu Ende. Also die Geschichte hat, glaube ich, auch nur 250 Seiten, so knapp, wenn ich mich nicht irre. Ja, 240. Das fand ich sehr, sehr schade. Also das ging am Ende viel, viel zu schnell. Es war ein leichter Zauber in der Geschichte, was vor allem mit einem Rückblick zu tun hat, der uns erzählt wird von einer anderen Person. Das fand ich sehr weihnachtlich, sehr schön und auch sehr berührend. Aber leider so, hat es doch ein bisschen an Weihnachtsstimmung dann am Ende für mich dann doch irgendwie gefehlt. Was mich vehement gestört hat, waren die vielen Zufälle, die hier passiert sind. Ja, es ist eine Weihnachtsgeschichte, es ist auch der einzige Grund und die einzige Ausrede, die ich für diese Art Zufälle gelten lasse. Gefühlt ständig ist was passiert und schwupps ist dann wieder eine Begegnung geschehen, die dann wieder etwas ausgelöst hat. Es ist mir einfach zu viel passiert, zu viele Gegebenheiten, zu viele Dinge, die einfach zufällig waren und auch sehr konstruiert dadurch wirkten. Und das fand ich sehr, sehr schade. Ich glaube, dass man die Geschichte ein bisschen ruhiger, stimmungsvoller hätte erzählen können, wenn man nicht zu viele Begegnungen und Zufälle eingebaut hätte. Für mich auch tatsächlich nur ein okay Weihnachtsbuch. Was halt okay ist, ich habe es gelesen und es wird, denke ich, dann auch ausziehen. Kein Weihnachtsbuch, was ich ein zweites Mal tatsächlich lesen würde. Von daher, ja, können wir jetzt die Weihnachtsgeschichten diese Woche abhaken und über ein Highlight sprechen. Und das ist der letzte Wunsch von Andrzej Sapkowski. Ja, am Freitag, also jetzt schon vergangenen Freitag, am 20. geht es ja auf Netflix los. The Witcher, eine neue Serie, bricht an. Und es wird gemunkelt, sie wird so groß und toll und grandios, wie es vielleicht tatsächlich auch Game of Thrones war. Das ist natürlich schon eine Ankündigung, wo man denkt, ich bin sehr gehypt. Zum einen liebe ich Fantasy. Ich liebe High Fantasy. Ich liebte tatsächlich die Let's Plays von Kronk. Es ist ja mein erstes Let's Play gewesen, was ich im Sommer gesuchtet habe. Ich habe nie verstanden, was Leute am Let's Play fanden, also Leuten zuzuschauen, die spielen. Bei The Witcher 3 habe ich es absolut verstanden. Ich habe, glaube ich, über 70 Folgen mittlerweile gesehen. Dann zwischendrin einfach mal aufgehört, aber das ist nicht so schlimm. Liegt auch nicht an Kronk, aber manchmal muss man ja andere Prioritäten im Leben setzen. Und jetzt habe ich beschlossen, ja, vor der Serie musst du zumindest den ersten Band gelesen haben.
Jetzt könnte man sagen, dass die Geschichte nicht wirklich der erste Band ist, denn es gibt diese Hexersage, die fünfteilig ist. Da gibt es jetzt auch einen neuen Schuber. Da ist auch ein Band schon bei mir reingezogen. Ja, und es gibt aber drei Kurzgeschichten mit Vorgeschichten zum Hexer. Und dazu gehört der letzte Wunsch. Das ist im Grunde, wenn man die Saga im zeitlichen Ablauf sieht, ist der letzte Wunsch die erste Geschichte, der erste Vorgeschichten, Kurzgeschichtenband, und aus diesem Grund habe ich auch mit dem angefangen. Es gibt verschiedenste Erklärungen, wann man mit dem Fünfer-Schuber anfängt, wann man mit den Vorgeschichten anfängt. Jeder macht das so ein bisschen anders. Ich habe zwei, drei Leute unabhängig voneinander gefragt und wir haben alle gesagt, es macht Sinn, mit der letzte Wunsch anzufangen. Und das habe ich gemacht. Und ich liebe es. Mir fehlen tatsächlich die Worte. Jetzt wird man fragen, um was geht es denn eigentlich? Ja, es geht in dieser Hexerwelt, ich glaube komplett durchgängig, um Geralt von Riva, einen Hexer, einen Witcher. Das sind im Grunde ursprünglich schon Kinder, die, das weiß ich gar nicht so richtig, wie das bei Geralt war, das ist uns da nicht so groß erzählt worden, die besondere Fähigkeiten bekommen, die zu Hexern auch mutieren. Und gerade Geralt, bei ihm sind sehr viele Dinge gut gelaufen und er ist ein besonders starker Hexer und verdient seinen Lebensunterhalt mit Kämpfen gegen Ungeheuer aller Art. Also wir treffen auf Feen, auf Elfen, wir treffen auf Vampire, auf Werwölfe, auf keine Ahnung was alles, und Geralt bekämpft diese. Aber natürlich nicht nur kämpft er gegen Ungeheuer, sondern eben auch gegen böse Menschen, nennen wir es jetzt einfach auch mal so. Und dämonische Wesen sind auch am Start. Und wir begleiten Geralt jetzt in diesem Buch im Grunde durch diese Welt und durch seine Welt und erfahren durch Kurzgeschichten so ein bisschen, was gerade in seiner Welt los ist, welche politischen Themen es gibt, welche Ungeheuer es gibt, wie er da umgeht. Und er trifft auf Yennefer. Die wird allen im Grunde, die vielleicht auch nur die Spiele kennen, schon etwas sagen. Und ich war total gespannt auf diese Frau. Wir erleben beim letzten Wunsch Kurzgeschichten in seiner Welt, die schon irgendwie auch chronologisch sind, die eben vor der eigentlichen Hexersaga passiert sind. Denn die Hexersaga bezieht sich dann tatsächlich auf einen anderen Zeitraum, so würde ich es jetzt einfach mal sagen. Und ich rede mich hier um Kopf und Kragen und mir fehlen irgendwie die Worte. Ich muss echt sagen, ich frage mich, wie ich all die Jahre daran vorbeigekommen bin. Also ich bin ja nicht vorbeigekommen, denn der erste Band war ja schon ewig auf meinem E-Book-Sub, aber irgendwie habe ich es dann auch wieder ignoriert und vergessen und verdrängt und wie das dann halt auch manchmal so ist. Und ich frage mich, wie konnte ich ohne Geralt von Riva bisher überleben? Ich liebe diesen Charakter. Ich finde, der Typ ist so eine coole Socke. Er hat so einen grandiosen, zum Teil sehr trockenen Humor und wir begleiten ihn auf dieser Reise durch diese Welt mit all seinen Dingen. Hexer sind auch nicht so gern gesehen, denn sie sind eben doch anders und überhaupt auch diese magischen Wesen sind natürlich alle anders und es ist eine Wahnsinnswelt, die Sapkowski hier geschaffen hat. Ich bin absoluter Fan dieses ersten Teils. Man erfährt tatsächlich noch nicht so viel von dieser Welt, von der Vergangenheit von Geralt, von den Hexern überhaupt. Man erfährt da noch gar nicht so viel. Was manche vielleicht stören könnte, dann sollten sie wahrscheinlich direkt mit dem Hexer ersten Teil anfangen. Ich fand es sehr schön, dass man einfach so drin war, so als gegeben und alles ist einfach so, wie es ist. Und das hat mir unfassbaren Spaß gemacht und wirklich sehr viel Lesefreude. Der Sprachstil ist ein bisschen älter, das merkt man auch einfach in der Übersetzung. Ich glaube, die Bücher sind in den 90ern erschienen. Ich fand es aber schön, weil es sprachlich sehr angenehm zu lesen war. Also es war nicht übervoll mit irgendwelchen endgeilen modernen Worten. Es hat überhaupt keine Jugendsprache. Und es ist einfach richtig schön erzählte High Fantasy. Es ist auch so eine schöne Verbindung zwischen Geschichte, Mythologie und Märchen, die man kennt. Und das verbindet er für mich auch unglaublich gelungen. Also das ist, man erkennt die Märchen, die erzählt wurden und wie er sie einbindet. Und ich fand es einfach großartig. Es ist wirklich grandiose High Fantasy und ich,
ja, verstehe gar nicht, wie ich damit mein Leben leben konnte. Das wäre jetzt übertrieben, aber es war wirklich ein ganz, ganz toller erster Band. Und es geht für mich auch direkt mit dem zweiten weiter. Ich habe mir den zweiten als E-Book besorgt und bin direkt auch jetzt am Lesen und ja, bin mittendrin. Ich bin noch gehypter auf die Serie und ich weiß, was ich am Wochenende tun werde, nämlich The Witcher schauen auf Netflix. Und zum Glück sind auch gleich alle Folgen online und ja, wer hätte das gedacht? Ich hätte es, glaube ich, ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst, dass sowas gehypt ist, dass man da schnell denkt, kann das den Hype überhaupt standhalten? Und ja, kann es für mich absolut. Und ja, ich habe jetzt auch schon 2, 3 kritische Stimmen zum Trailer, zur Serie gehört, weil der Geralt in den Büchern tatsächlich anders beschrieben wird, beziehungsweise auch sich anders beschreibt, als wir hier den Schauspieler unter anderem haben. Und auch die Nebencharaktere sehen ein bisschen anders aus, wie erwartet. Aber ich glaube schon, dass man sich hier ein bisschen an den Spielen orientiert hat, denn ich finde schon, dass Henry Cavill, ich weiß es gerade nicht, Namen sind Schall und Rauch, dass der definitiv dem Geralt aus The Witcher 3 sehr nahe kommt, aber wahrscheinlich wirklich nicht, wie sich Buchfans den vorgestellt haben. Irgendwie hat es auch verglichen, was eigentlich müsste Benedict Cumberbatch, vom Körpermenschen, vom Körpertyp, vom Körperstil eigentlich Geralt von Riva spielen. Aber gut, das tut er jetzt nicht. Aber ich bin gespannt. Ich bin neugierig, ich freue mich. Und ich liebe tatsächlich Geralt von Riva. Wer hätte das gedacht? Mein Kätzchen schnurrt hier nebenan. Solltet ihr sowas hören, dann ist das meine kamerageile Sunny. Also ich fühle mich schon wieder so ein bisschen beobachtet. Aber ja, der Hexer, der letzte Wunsch, großartig erzählt. Also ja, ich freue mich sehr und auch der zweite Teil ist bisher sehr, sehr spannend und der dritte, eigentlich erste Teil der Saga in der Neufassung ist jetzt bei mir dann auch eingezogen. Ja, jetzt ein ganz anderes Thema, da fallen auch schon wieder, heute hält irgendwie mein Teser nicht, womit ich meinen Notizzettel am Stativ festmache. Wahrscheinlich, ja, ist das alles ein bisschen schwer heute. Die Kamera denkt sich auch, ach ja, oder das Stativ ist, ja. Ja, es geht um Frauennachtrituale für Frauen von Sandra Waldermann-Scherx. Ich verliere mich heute so ein bisschen in den Worten. Ja, ich bin schon langjährig ein Fan ist zu viel, ein interessierter Mensch, was die Rauhnächte angeht. Und Mäuschen kratzt hier mal nicht an meinem Hintergrund. Ja, Rauhnächte. Um da so ein bisschen was anzufangen, ist ja, die Zeit zwischen den Jahren, denn ursprünglich gab es das Mondjahr mit 354 Tagen. Irgendwann ist man aufs Sonnenjahr gegangen, was 365, also 54, und aufs Sonnenjahr gegangen ist mit 365. Und das ergibt eine Differenz von 12 Tagen bzw. 12 Nächten. Also es sind ja nur 11 Tage, aber es sind dann dadurch 12 Nächte. Und sie beginnen am 25. Dezember und enden in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar. In dieser Zeit heißt es, so ein bisschen sind die Tore ja zur Unterwelt, zur Anderwelt geöffnet oder auch zur Anderswelt. Das heißt so jeder ein bisschen anders. Ich kenne das von früher, dass in dieser Zeit keine Wäsche gewaschen wird, weil sich eben ja die Geister, die Geschöpfe der Anderwelt sozusagen in der Leibkleidung festhängen können. Es soll zum Beispiel auch keine weiße Wäsche gewaschen werden, es soll auch nicht aufgehängt werden und über Nacht. Und es gibt dann zum Beispiel auch eine wilde Jagd zu dieser Zeit, die eben die Untoten ja fabrizieren, praktizieren und ja, deswegen soll man möglichst keine Wäsche hängen lassen, keine Bettbezüge groß hängen lassen, ja. Und es gibt aber auch etwas Ungruseligeres zu den Rauhnächten und das sind Rituale, wo man jeden Abend oder jede Nacht im Grunde eine Opfergabe gibt. Nein, da muss man nicht seine Katze opfern, wobei, wenn sie sich weiter so nimmt, wer weiß, was passiert, sondern man macht das in der Regel eben mit dem Räuchern. Man räuchert Salbei, Weihrauch, Myrrhe und ja, gibt im Grunde ein Opfer. Manche glauben da an verschiedene Götter pro Tag, andere ja an gewisse Dinge, die das dann auslöst. Es gibt aber eben auch ein Ritual, dass man sich an jedem dieser 12 Nächte etwas wünscht und diesen Wunsch dann auch verbrennt und sozusagen in die Welt lässt, in das Universum, in die Anderwelt und dann gehen diese in Erfüllung, wenn man daran glaubt. Und
Ich finde, Glauben ist ja grundsätzlich nichts Verkehrtes. Zudem gibt es eben dann auch das, was man in dieser Zeit träumt. Und dabei ist egal, ob es Tagträume sind, Nachtträume sind. Man könnte, sollte ein Traumtagebuch führen. Denn auch in jeder Nacht träumt man etwas, was dann in dem jeweiligen Monat ja im Grunde passiert. Was ich sehr spannend gerade an diesem Buch fand, war so ein bisschen das Thema der inneren Frau. Das finde ich sehr spannend und interessiert. Ich sage aber gleich vorweg, dieses Buch kann auch jeder Mann lesen, denn natürlich hat auch jeder Mann Emotionen, Gefühle. Also das ist, ich finde es ein bisschen schade, dass man hier so groß für Frauen drauf schreibt. Das wäre wie wenn man auf einem High-Fantasy-Roman drauf schreibt für Männer. Das ist totaler Humbug. Ich glaube auch, dass jeder Mann sich damit beschäftigen kann und ja, da auch was daraus ziehen kann. Ich habe da auch einen sehr coolen YouTube-Kanal gefunden, den packe ich auch mal unten rein, wenn ich dran denke. Also von daher, lasst euch da nicht abstrecken. Wenn ihr ein Mann seid und euch dafür interessiert, ist dieses Buch durchaus auch für euch geeignet. Ich fand den Schreibstil von Sandra Waldermann-Scherhack sehr inspirierend. Ich fand ihn auch sehr informativ. Und das informative, sachliche ist aber nicht irgendwie langweilig oder gar trocken erzählt worden, sondern wirklich sehr flüssig, sehr modern. Und ja, einfach auch so, dass man es gut lesen kann, verstehen kann. Ich habe mir einige Marker gemacht, besonders mit den Fragen zu den jeweiligen Tagen. Das fand ich sehr interessant und sie spricht ja im Grunde immer von ihrer inneren Frau. Und es gibt halt zum Beispiel die wilde Frau, die Kriegerin, die Mutter, die Heilerin, die Künstlerin, die Wandlerin. Und wer sich daran jetzt irgendwie an Game of Thrones erinnert fühlt und unter anderem an die sieben Götter, ja, das könnte irgendwie da einen Zusammenhang haben, vermute ich. Es gibt verschiedene Tagesfragen, man soll sich einfach auch eine halbe Stunde hinsetzen, man soll ein bisschen seine Gedanken dazu sortieren und ordnen und es gibt auch immer, es gibt zum Beispiel auch eine Startmeditation, eine Übung dazu, es gibt auch für jeden Tag eben diese Fragen, mit denen man sich beschäftigt, wo man im Grunde einen Rückblick nimmt, einen Vorblick, einen Inblick in sich hinein. Und ja, das finde ich mega, mega spannend. Was mich ein bisschen wirklich gestört hat, ist dieses Frauending. Also dieses Buch strotzt vor Weiblichkeit und ja, ich bin jetzt eine Frau und ich finde das auch nicht verkehrt, dass man meine innere Frau ansprechen möchte. Wie gesagt, ich glaube auch einfach, dass es einfach für beide Geschlechter funktioniert oder auch für jedes andere Geschlecht, wie auch immer man es definieren möchte, ohne da jetzt ja eine Diskussion darüber zu führen, wie sinnvoll das alles ist. Aber ich finde, dass das durchaus eben auch ein Männerthema ist und dass man da nicht groß Frau draufschreiben muss, nur damit sich eine Frau angesprochen fühlt. Mir hat auch sehr gut wirklich der Einstieg gefallen, weil es auch sehr informativ einfach ist. Und auch wenn man gerade damit anfängt, glaube ich, dass dieses Buch sehr viel Neues und Anregendes bereithält. Man kann sich natürlich auch über Blogs und YouTube und so bereits informieren, da findet man auch sehr viel, so habe ich das sonst immer gemacht. Und auch dieses Jahr, ich habe mir auch ein Rauhnacht-Tagebuch herausgesucht und werde das ausfüllen und möchte mich dieses Jahr einfach mal sehr auch mit diesen Ritualen so ein bisschen beschäftigen. Zudem habe ich zwischen Weihnachten und Silvester eben auch frei und kann mich zumindest einigen dieser Tage sozusagen widmen. Und ja, freue mich da auch schon sehr drauf. Und fand es wirklich gut, kann es empfehlen für den Einstieg, wer sich vielleicht noch gar nicht damit beschäftigt hat. Und ich kann es auch jedem Mann empfehlen. Also, auch wenn er keine Frau ist, weil er ja ein Mann ist. Ihr versteht. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, das war es jetzt zu den Büchern der Woche. Ja, Weihnachtsgeschichten sind dieses Jahr, glaube ich, irgendwie nicht so richtig meins. Dafür High Fantasy wieder hoch. Ich bin einfach ein High Fantasy-Mädchen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und ja, macht großen, großen Spaß. Ich war krank und habe Harry Potter 1 und 2 angeschaut. Das funktioniert gefühlt sowohl, wenn man gesund ist, als auch, wenn man krank ist. Es ist einfach großartig. Ich liebe Harry Potter. Und man ist halt auch so direkt wieder drin. Zudem war ich im Kino und habe die Eiskönigin 2 angeschaut. Ein Disney-Film, der mir damals ja, als der erste Teil rauskam, unfassbar gut gefallen hat. Ich liebe die Musik, ich liebe die Atmosphäre, ich liebe Elsa, ich liebe Anna und Olaf und Christoph und Sven und ich liebe Arendelle und ich finde die Idee hinter der Eiskönigin, die jetzt nicht der Geschichte von Hans Christian Anders irgendwie ist, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mochte auch die Songs, den Soundtrack super gerne. Ich war sehr skeptisch, als ich den Trailer damals zum zweiten Teil gesehen habe und dachte,
Ja, aber ich wurde durchaus positiv überrascht. Eine richtig schöne Fortsetzung, eine Geschichte, die so ein bisschen die Vorgeschichte erzählt. Also wir sind zwar im Hier und Jetzt und es ist auch alles schon passiert, aber die eben beleuchtet, wo Elsa im Grunde ihre Kraft her hat, diese Eiskraft, diese Kälte in sich, wie das passiert ist, was es damit auf sich hat, was noch so ein bisschen auch aus der Vergangenheit funktioniert und ja, auch so ein bisschen Götter und Zauber und Elemente. Sehr, sehr schön. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Nicht ganz so eingängig war diesmal die Musik. Die fand ich im ersten Teil wirklich ein bisschen stimmiger, ein bisschen mehr zum Mitsingen. Und das hat mir okay gefallen, aber war der erste Teil stärker. Sehr merkwürdig fand ich, dass viele Charaktere eine andere Stimme hatten. Und dann denkt man irgendwie so, das klingt gar nicht wie Elsa oder wie Anna. Und nur Olaf klang immer noch wie Harpe Kerkeling. Also es war ein richtig, richtig schöner Film. Kommt für mich nicht ganz an den ersten Teil ran. Hat die ein oder andere stärkeren Moment. Ich fand ihn auch unfassbar emotional. Also es gab Szenen, wo ich mir dachte, als 10-Jährige hätte man mich da dann auch meinen Tag nicht mehr ansprechen brauchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also fand ich für einen Kinderfilm an mancher Stelle schon sehr, sehr, sehr heftig. Aber eben, also hat mich zum Weinen gebracht, zum Lachen gebracht und es hat mir gut gefallen. Also ist auch ein Film, der definitiv in meine Filmsammlung einzieht und über den ich mich freue, ihn dann jedes Jahr in der Winterzeit dann zusammen mit Teil 1 auch anzuschauen. Und dann, ich betone es nochmal, ich war krank, habe ich auf Netflix einfach so ein bisschen nach einer neuen Serie gesucht. Ich habe noch den einen oder anderen Netflix-Film so ein bisschen angefangen und bin dann auf Good Witch gestoßen. Eine Empfehlung, die ich vor Wochen schon mal irgendwo bekommen habe, auf meine Liste gepackt habe und dann irgendwie dachte, naja, wenn du irgendwann mal Zeit hast, gefühlt hat man ja nie Zeit, außer auf Serien, wo man entgegenhypt, wie The Witcher. Ich kann es auch nicht oft genug sagen. Und ich habe Good Witch angefangen. Basiert wohl tatsächlich irgendwie auf einer Filmreihe, die ich aber gar nicht kenne. Und ich habe die erste Staffel so an einem Wochenende plus Donnerstag, Freitag weggesuchtet. Ja, bin aktuell in der zweiten Staffel, komme diese Woche aber nicht ganz so zum Serie schauen. Wie gesagt, mir sagte die Filmreihe nichts. Wir trafen auf Cassandra, die mit ihrer Familie in Middleton wohnt. Sie hat ihre eigene Tochter, hat auch die zwei Töchter ihres verstorbenen Mannes, die mit bei ihr sozusagen im Haus, in dem Dorf wohnen. Und eben auch ihre Tochter Grace. Sie hat ein Hotel, ein Bed and Breakfast. Und aber gleichzeitig auch einen Laden, Bell Book und Candle, wo es so ein bisschen um Kräuter, um Öle, um so ein bisschen was Spirituelles geht. Denn Cassie, ja, hat so einen besonderen Zauber, der sie umgibt. Sie ist jetzt keine klassische Hexe mit magischen Zaubersprüchen oder einem Zauberstab, sondern eher so ein bisschen was mit Vorhersehung, mit Gefühl, Intuition und das Rätsel wird noch nicht so richtig gelöst. Es zieht ein neuer Arzt in die Nachbarschaft von Cassie mit einem erwachsenen oder größeren Sohn, der, glaube ich, so in dem Alter auch von ihrer Tochter ist. Und ja, da funkt es gefühlt so ein bisschen. Und der ist natürlich heiß umschwärmt als Alleinstehender. Und da passiert auch so ein bisschen was. Und auch ihn kennen wir, also den Schauspieler. Ich war anfangs so ein bisschen skeptisch und dachte, naja, ob das was kann. Und ich muss echt sagen, es kann was. Also so nach 2-3 Folgen war ich wirklich drin, war sehr gebannt von dieser wundersamen Magie, die dort herrscht, von der Stimmung. Es hatte so ein bisschen Gilmore Girls Feeling, zumindest wie die erste Staffel von Gilmore Girls war, was mir gut gefallen hat. Es hat eben auch was so ein bisschen von Redwood, wo man sagt, man hat hier ein Städtchen, dieses Middleton, wir haben diese Nebencharaktere, die sehr präsent sind. Alles beschäftigt sich mit der Stadt, miteinander. Man hat wirklich diese liebevoll gestalteten Nebencharaktere, die ich ganz bezaubernd finde. Wir haben Cassie, die ich super sympathisch finde. Ich bin nicht so der größte Fan ihrer deutschen Synchronstimme. Die finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich kann es gar nicht anders sagen. Aber ich finde es schön, wie die Geschichte erzählt wird, wie die Probleme so sind, sowohl die, einfach, die man halt vielleicht auch jetzt als Witwe hat, die man als Mutter hat, als Tochter hat, wie das ist, wenn man so ein bisschen anders ist, weil man eben so was Magisches hat, so Vorhersehungen hat, wie man damit umgeht, was auch passiert, wenn die Kinder einem einfach verlassen oder auch wieder zurückkommen, weil sie, ja, also gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Mir hat die erste Staffel wirklich gut gefallen. Ich war total überrascht. Das passiert ja sehr oft, wenn man mit wenig Erwartung an etwas herangeht. Mir hat Spaß gemacht. Also mich hat es gut unterhalten, trotz dass ich krank war. Ist das natürlich was nebenbei einfach sehr gut funktioniert, wo man auch mal so wegnicken kann und sagen kann, okay, da war ich ungefähr, fange ich wieder an. Also nicht, dass sie jetzt einschläfern wäre, aber
wenn man natürlich krank ist, schläft man ja doch einfach ein bisschen mehr. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, kann ich nur empfehlen. Wer sowas ein bisschen mit so einem Städtefeeling mag, der ist, denke ich, hier in Middleton dann eben auch ganz gut aufgehoben. Und ja, ich glaube, das war es jetzt auch soweit. Nochmal der Hinweis zum Gewinnspiel. Auf Instagram schaut da einfach nochmal in die Infobox. Da findet ihr meinen Instagram-Account. Ich habe es, glaube ich, gar nichts groß vergessen. Ich gucke nochmal. Nein, ich habe alles erzählt. Ja, über die Weihnachtszeit wird es jetzt, glaube ich, gar nicht so groß Videos geben. Ich überlege gerade, also es ist noch der Adventskalender. Ich weiß gar nicht, ob ich was für den 26. geplant habe. Bin ich gerade überfragt. Ah, da kommt der Hörgenuss. Ah, ja, genau, wo ich aktuell noch gar nicht weiß, was es wird. Aber stimmt, am 26. kommt unser Hörgenuss des Monats. Das darf ich nicht vergessen. Oh Gott, das müssen wir auch noch drehen. Dazu muss ich erstmal noch wissen, was ich nehme. Aber das wird wieder ja, eure Abo-Box sprengen, unser Hörgenuss des Monats. Und dann die Woche drauf wird es die Jahresrückblicke geben. Sowohl Bücher wie Serien und Filme. Und es hat aber noch ein bisschen Zeit. Ja, ich wünsche euch jetzt hinter dieser schönen Kulisse, ich glaube, die darf nach Weihnachten auch nochmal verwendet werden. Wünsche ich euch ja, einen schönen vierten Advent. Und da wir uns ja jetzt nicht mehr in der Bücherwoche sehen, nur noch im Adventskalender, wünsche ich euch natürlich auch schöne Weihnachten, besinnliche Feiertage und lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Und ja, ich hoffe auch, dass euch der Adventskalender weiter Spaß macht und wünsche euch jetzt aber natürlich trotzdem noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, schönes Adventswochenende und ja, danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.